Auf seinem Rückflug von einer Mittelmeerkonferenz hat sich der Papst zu seinen Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg geäußert. Er beklagte den Waffenhandel, erinnerte aber daran, dass es bei Gesprächen in einem Krieg immer nur um das Machbare gehen könne. Man dürfe mit den betroffenen Völkern nicht spielen, sagte Franziskus. Wenn man in einem laufenden Krieg den Ukrainern keine Waffen mehr gebe, beginne ein Prozess, dem am Ende das ukrainische Volk zum Opfer falle. Non farsi illusioni. Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass die beiden Führer morgen zusammen essen gehen, sondern alles tun, was möglich ist. Ich habe jetzt gesehen, dass einige Länder sich zurückziehen und keine Waffen liefern. Damit beginnt ein Prozess, dem am Ende das ukrainische Volk zum Opfer fällt. Ganz sicher, und das ist schlecht. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.